Do it. Natürlich, natürlich. Sprich mit dem Bürgermeister. Tipp, besucht sofort das Bankenviertel und die, Social und die Hochschule im Tributmenü. Sag doch, falls die Banditen haben wir fest in Ruhe lassen. Entweder du verbündest dich mit den Banditen, indem du ihre Quest annimmst, oder entscheidest dich für ihn, den Krieg zu erklären. Wie ihr wollt. Wie ihr wünscht. Ja, Milord. Natürlich. Wie ihr wollt. Ich hatte erstmal ein Hungerchen. Ja, Milord. Ja, Milord. Natürlich. Es ist Zahltag. Ich möchte eigentlich ein paar Truppen ausheben, muss ich sagen. Natürlich. Wie ihr wollt. Okay, starten wir erstmal damit, das Ganze leicht aufstocken zu lassen. Ein bisschen Kampf reinbringen fürs Erste. Und schauen mal, wie sich da schlagen werden. Dann müssen wir schauen, wie wir Armeen aufstellen. So soll es sein. Medizin würde ich gerne erforschen. 2000 Taler, 2000 Schwefel. Das wird nicht einfach daran zu kommen, nicht wahr? Wir hätten den Truppen nicht entlassen sollen. War ein Fehler. Ah, aber wir kriegen durch den Goldsucher jetzt noch ein bisschen mehr Gold. 225 pro Zahltag. Oder pro Lieferung. Das bedeutet, die Wachen werden überhaupt keine Probleme haben, durchgehend den Diebstahl zu verhindern. Euer Wunsch ist mir Befehl. Das forschen wir zuerst, würde ich sagen. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Nehmen wir auch mal 500 ab für Technologie. So. Ja. Arbeiten wir uns hier mal durch. Ist es nicht wundervoll hier? Dann kommt der Angriff. Ja, in jetzt. In Ordnung. Ich tue mein Bestes. Es ist Zahltag. Sofort. Und Eric hat gerade ein Seminar auf das große Mysterium der Zahnräder. Man hat euch mit einer neuen Aufgabe betraut. Geschafft. Legierungen. 500 Steine, 500 Schwefel und 500 Eisen. Da ist die Kiste. Wie ihr wollt. Gut versteckt. Wir haben einen neuen Auftrag für euch, Milord. Wie ihr wollt. Sehr gut versteckt, gebe ich unumwunden zu. So, wo bleibt die feindliche Kette, oder? Entweder kommt die von hier oder die kommt von hier. Ja, ja, mein Herr. In Ordnung. Ich tue mein Bestes. Dafür sind wir genau die Richtigen. Ich tue mein Bestes. Ich tue mein Bestes. So soll es sein. Wie ihr wünscht, wird gemacht. Euer Wunsch ist mir Befehl. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Euer Dorf steht unter Beschuss. Wo? Von da? Dafür von wo kommt ihr? Genau die Richtigen. Oh
Okay, das ist wirklich nicht zu stark. Sie greifen die Burg an, aber trotzdem Gruppe 0. Repariert das mal. Was muss das heißen? Ach, er kann die überhaupt gar nicht. Das ist eigentlich so ziemlich nutzlos. Wir könnten einen schweren Angriff definitiv nicht überstehen damit. Das ist schlicht und ergreifend nicht möglich. Feinde greifen euch an. Nicht mit so begrenztem Ressourceneinfluss. Zufluss. War es die Angriffswelle? Ja, mein Herr. Hierfür benötigt ihr mehr Taler. So meinte ich das. Dafür sind wir genau die Richtigen. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Ah, und da ist die Angriffswelle, verstehe. Ich dachte, es gibt hier keinen Schwertmeister oder irgendwas. Das heißt, ja, wir hätten definitiv keine Chance gegen größeren Einsatztruppen vom Feind. Jawohl. Die bilden wir aber trotzdem aus. Verstärkte Sperrträger werden viel ausmachen und wir brauchen nicht mehr so viel Holz. Ihr wahnsinnigen Holzhacker. Wir benötigen wahrscheinlich gerade erst ein bisschen Schwefel. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten Lichtung. Holz gefällt. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse? Der Tag der Abrechnung. Steuern und... Da ist eine Kiste. Gezahlt. Wie ihr wollt. Ja, Milo. Gut versteckt, aber... gesichtet. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Ihr habt eine neue Herausforderung erhalten. Jawohl. Ja! Ein schöner Ort. Wie geht's Eric gerade? Der langweilt sich schon noch fast zu Tode. Wie ihr wollt. Wir heben noch einen weiteren Trupp Bärträger aus und Eric kann sich inzwischen ein bisschen unterhalten gehen. Sofort. In seinem Lieblingsort, den Casinos. Die Staatskasse erstmal wieder schön verschwenden. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Zumindest müssen wir keinen Sold zahlen. Jawohl. Zumindest jawohl. Eine Sache. Sofort. So soll es sein. So, machen wir eigentlich einmal wieder auf 100%. Ja. So soll es sein. Und so. Wie ihr wollt. Gebt Acht. Euer Dorf wird angegriffen. So soll es sein. Setzen wir auf sehr leicht. Truppen verschwinden dadurch natürlich nicht. Wird gemacht. So soll es sein. Aber so ist das hauptsächlich nur eine Belästigung. Euer Wunsch ist mir. Und wird uns nur weiter auffallen. Ich tue mein Bestes. Ja, unnötige Verzögerung setzen, weil das Geld einfach unnötig verschwendet wird. Ja. Vor allem, wenn wir das Geld nicht per Steuern einnehmen können. Wie ihr befehlt, seid unbesorgt. Wie ihr wünscht. Ich bin mir auch absolut sicher, es wäre nicht möglich, direkt von Anfang an auch sehr schwer zu spielen. Ich tue mein Bestes. Dafür sind wir genau die Richtigen. Ja, weil Eric nicht in der Lage ist, so viel zu überleben. Ja, das kann ich. Jawohl. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ein Held ist in große Gefahr. Ja, wie ihr wollt. Wie ihr wollt. So soll es sein. Ja! Ja, auch keine Chance dagegen. Ja. Dafür sind wir genau die Richtigen. Zahltag. Nicht ohne Erics Wirbelschlag. Das ist simplerweise nicht möglich. So soll es sein. Dann forschen wir mal. So.
Also wenn es ein reguläres Spiel wäre, wäre natürlich klar. Wir wären jetzt bei, wir hätten definitiv sofort den schwierigsten Schwierigkeitsgrad gewählt. Aber so sind wir nicht in der Lage, uns zu wehren. Das ist simplerweise nicht im Rahmen des Möglichen. Nicht machbar. Zahltag. Ja, wir können uns jetzt verteidigen, aber die scheinen auch offenbar kein Interesse daran, uns entgegenzukommen. Deshalb sollten wir also... So, da kommt gleich das Geld rein, also vertraue ich doch, dass es funktioniert. Ihr habt einen neuen Auftrag erhalten. Eureka! Handelswesen. 600 Gold, 600 Holz, 600 Eisen. Jawohl. Osten gehen wir nach den Leuten hier oben schauen. Hierfür benötigt ihr. Oh nein, das ist ein Fehler. Heb 500 ab. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Zahl wieder. Gebt acht. Euer Dorf wird angegriffen. Kriegt euch ein. Also 201. Ja, so soll es sein. Ja, natürlich. Ja, Milord. So soll es sein. Getreide ernten. Das kann Erik mal wieder machen. Wie ihr wollt. Wie ihr wollt. Jawohl. Ja, Milord. Sofort. 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 Ja, natürlich. So. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Medizin würde ich gerne haben. Es wäre sehr praktisch, um Erik durchgehend am Leben zu halten. Okay, das ist sehr teuer, was er da zu sagen hat. Ja, natürlich. Natürlich. Gehen wir mal rüber und schauen uns das mal an. Was wir gerade für unser ganzes Holz geleistet haben. Ja. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Ja, natürlich. Jawohl. So soll es sein. So soll Hallo, Wächter bei der Lehmgrube. Halt! Keinen Schritt weiter, was suchst du hier? Ein Charisma. Ich bin der Ersatzmann, soll dich ablösen. Der Boss möchte, dass du sofort zu ihm kommst. Alles klar, hier ist der Schlüssel, öffnet das Tor, dann bin ich mal weg. Ja. Wie ihr wollt. Ja. Warum sollte jemand überhaupt diese Minen hier nicht zugänglich lassen? Wie ihr wünscht. Ja. Kiste. Wie ihr wünscht. Ihr habt eine neue Herausforderung erhalten. Ihr habt ja natürlich. Ja. Ah, davon wird bezahlt. Jawohl. Okay, den können wir noch nicht anquatschen. Natürlich. Was ist der Weg zum Steinbruch? So soll es sein. Sofort. Wie ihr wollt. Wie ihr wollt. Keine Ahnung, was dahinter liegt. Jawohl. Jawohl. Der Tag der Abrechnung. Steuern und. Und hier liegt Eisen. Keine Ahnung, was ansonsten. Natürlich. Sofort. Was jetzt? Nein. Alle Rohstoffe sind weg. Kein Problem. Ihr könnt unterdessen mal ganz kurz zum Eisen hochkommen. Der Schwefel ist weg, nicht wahr? Mach beim Eisen mit. Als das. Fertig, Meister. Spürhunde sind jetzt wichtig, glaube ich. Jupp, kein Problem. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Euer Dorf steht unter Beschuss. Wir kriegen die nicht platt, das ist das Problem. Unsere Truppen reichen dafür nicht. Um all eure Siedler versorgen zu können. Ja. 600 Gold, 600 Holz, 600 Eisen. Forschen wir mal weiter. Fertig, Meister.
Gut, Dinge gehen gerade auf. Schwefelveredelung. Schwefelveredelung, wenn wir brauchen. Eure Arbeiter bezahlen. Haben wir irgendwo einen Bahnhof, der nichts zu tun hat? Nein. Aber hier haben wir genügend Platz. Ihr habt eine neue Herausforderung erhalten. Ihr habt eine neue Technologie. Und zwar überall, in allen Hinsichten. Also kommt ihr hier. Kein Problem. Was stehen da her? 500 Gold, 500 Holz, 500 Lehm. Können wir ohne Probleme bezahlen. Jetzt können wir es ohne Probleme bezahlen. Dann stellen wir uns wieder unserer Ballistenschützenarmee auf, wenn das Spiel das erlaubt. Fertig, Meister. Ein Alchemist beginnt seine Arbeit. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Spürhundausbildung. Es gibt einen neuen Auftrag für euch, Milord. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht. Okay, es gibt jetzt keine Dinge mehr, die wir weiter erforschen können. Du könntest aber einen Schießplatz bauen. Und das wird wahrscheinlich schon ein bisschen was wert sein. Nichts lieber als das. Ich meine, unsere Armee ist schon nicht in der Lage, die leichte Armee zu zerstören. Es ist Zeittag. Wie sollen wir dann gegen die schwere Armee klarkommen? Das erscheint schlicht und ergreifend nicht wirklich möglich. Okay, Scharfschützen sind nicht verfügbar momentan. Für Schützen sind wir nicht reich genug. Wie ihr wollt. Jawohl, Herr. Ja, Milord. Na gut, legen wir mal einen echten Spielstand an. Bevor wir mit dem Bürgermeister quatschen, muss ich erstmal eine Aufnahmepause einlegen. Ich muss nämlich noch einkaufen, ansonsten verhungere ich dieses Wochenende wieder. Betonung auf wieder. Dann gehen wir erst einmal zurück. Die Map ist auf jeden Fall sehr interessant. Das Hauptproblem, das ich tatsächlich sehe, ist, dass es nicht möglich ist, direkt von Anfang an schwierig auf den hohen Schwierigkeitsgrad zu gehen. Oder überhaupt auf einen Schwierigkeitsgrad, weil man nicht die nötigen Truppen ausheben kann und weil Erik keine Spezialkraft hat. Das heißt, erst später können wir das dann anschalten. Ansonsten wäre es nicht machbar. Dessen bin ich mir wahrscheinlich ziemlich sicher. Außer, nö, ich sehe keine Möglichkeit, wie man schnell an Geld kommen kann, außer abgesehen davon, hoffenweise Leibeigene auszuheben, die dann durchgehend Ressourcen abbauen, die man sofort verkaufen würde. Aber dann hätte man später keine Ressourcen mehr, die man bräuchte für die Forschung. Das heißt, man würde sich selbst ausbrennen und man kommt da nicht weiter. Dann sehen wir 35 Gebäude, 7 Bauernhöfe, 9 Wohnhäuser, 8 Arbeitsplätze, 15 Mann als unsere Armee momentan. Die Motivation ist gerade ganz lustig unterwegs. Wahrscheinlich, weil halt keine Steuern existieren, steigt die Motivation immer, aber sinkt sofort danach. 32 Leibeigene, 49 Arbeiter. Ganz komische Geschichte mit den Ressourcen. 0 zerstört, 0 verloren. 10 erledigt, 8 verloren. Bei unserem kleinen Ausfall, das war eine schlechte Idee. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, liebe Gemeinde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn, viel Spaß und Cheerio.